Ihr Lieben, willkommen zurück. Es ist Zeit für unser Sonntagsvideo. Ich muss erstmal sagen, danke an euch allen, die immer hier fleißig zuschaut und auch liked. Freut mich wirklich sehr. Ich bin da echt glücklich drüber. Es macht mich echt glücklich. Aber ich sehe auch immer wieder, es sind auch einige dabei, die noch nicht abonniert haben. Deswegen meine Bitte an euch, lasst doch gerne ein Abo da und ein Like und aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wir gehen auf die 500 zu. Ich würde die 500 gerne mal bei voll machen, denn dann können wir ein kleines Gewinnspiel starten. Ansonsten für heute, ja, eigentlich habe ich mir überlegt, ich wollte so ein kleines Battle-Video machen, quasi so über 3 Wochen hinweg. Da kommt was, aber das haben wir jetzt erstmal zurückgestellt, denn wir werden ja nächste Woche hoffentlich schon das neue Set öffnen, Maskerade im Zwielicht. Das kommt ja nächste Woche raus, deswegen werden wir heute mal hingehen und ein bisschen was Älteres hier, Paradox Rift, öffnen. Da fehlen mir auch noch ein paar Karten. Ich habe noch diese Top-Trainer-Box, die gibt es auch zurzeit im Angebot, zum Beispiel auch bei Amazon. Ich lasse euch einen Link in der Beschreibung da. Ich habe die gekauft, ganz normal. Die habe ich nicht irgendwie bekommen oder sowas, deswegen einen Link in der Beschreibung. Wenn ihr den benutzen wollt, würde ich mich freuen drüber. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal rein. Mir fehlen hier noch einige Karten und wir machen die jetzt mal auf hier. Ich habe auch noch ein Display, beziehungsweise ein halbes Display, ne? Geht die auf hier? Ich habe noch ein halbes Display da. Warte mal, hier so. Ich ziehe das mal nach vorne. Die werde ich wahrscheinlich dann jetzt demnächst in den Shots auch mal aufmachen, weil das steht jetzt auch schon eine Weile rum. Und wie gesagt, mir fehlen ein paar Karten. Ich würde halt schon gerne noch ein Master Set, wird nicht, aber mir fehlen auch noch ein paar gute Karten. Und da würde ich mal gucken, ob wir die nicht hier rausziehen. Und was können wir hier ziehen? Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich schon. Aber ich hätte gerade so ein bisschen Lust hier, ne? Donnersichel als Special Illustration wäre, fehlt mir noch. Und auch so Karten wie Eisenhand hätte ich Lust drauf hier, ne? Und ansonsten, ja. So, ich nehme gerne alles mit, was da ist, was mir noch fehlt. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ich würde sagen, die Box selbst schauen wir uns jetzt nicht mehr so großartig an. Ich meine, für alle, die vielleicht noch nicht gesehen haben, ist halt das Übliche drin. Ne? Hier ist unsere Brüllschweif-Promokarte. Dann haben wir halt Hüllen. Wir haben einen Code, der ist für euch, den könnt ihr nutzen. Dann natürlich die Energiekarten, Trenner und so weiter und so fort. Wir haben hier noch die Würfel und die Marker. Und das war's. Dann packen wir mal zur Seite hier. Ich habe mir auch jetzt schon mal hier, ne? Machen wir weg. Schon mal Sleeves zurechtgelegt und dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Booster Packs. Und das sind ja die, die uns interessieren. Ich mache mal hier schon mal die Sleeves so ein bisschen bereit, falls mal was kommen sollte. Und dann gehen wir direkt rein, würde ich sagen. Und hoffen ja mal, dass wir hier noch den einen oder anderen mitnehmen, ne? Ich hatte in letzter Zeit nicht so viel Packglück, muss man ja einfach so sagen. Gut für euch. Eine nach vorne. Und schauen wir mal, ob sich das jetzt mal ein bisschen beruhigt. Ich glaube, so ist, glaube ich, besser. Auxillarie, Golbat, Aoki, Makabaya, Konterfänger, Maske Regen, Energiekapsel aus der Vergangenheit, Kastadur, Polygon 2, Eisenfalter. Und das war's schon. Erste Pack durch, nichts. Kein Perfekt. Aber vielleicht im zweiten Pack. Ich glaube ja auch, die Box habe ich mir jetzt vor kurzem zugelegt, dass das Reprints sind. Und ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch bei Reprints. Kaumalat, Sodamak, Elsebar, Kuberl, Mopex, Tentera, Kriechflügel, nochmal Kriechflügel. Ich finde, der Kriechflügel hat ein cooles Artwork hier und die Karte sieht halt geil aus. Sodamak und Wutpilz. Ja, Wutpilz ist auch so eine Karte, die ich mittlerweile bestimmt 10-mal habe. Nee, 10-mal bestimmt nicht, aber schon ein paar Mal. Das ist so einer, der immer wieder auftaucht. Ne? Der gute Wutpilz. Einen nach vorne. Schlickstar, Hirashi, Yosali, die Schirmdame, Kay, Brüllschweif, ist halt einfach süß, ne? Ich meine, da ist er nochmal. Aber Professor Antiquas Vitalität, Anissa. Ah, und Wattzapf, naja, immerhin ein Hit hier schon mal, ne?
Immerhin ein Hit, das ist doch mal was Gutes. Das ist jetzt nicht die super besondere Karte, aber WhatsApp, das ist schon süß hier, ne? Das muss man sagen. Naja, nehmen wir mit. Hits nehmen wir immer mit, egal was. Auch kleine Hits und Hits. So, das ist Pack hier. Rein da. Ein nach vorne. Kerada, Toxel, Cleopada, Reißlaus, Mopex, Tenterra, Kriechflügel nochmal, Duokles, Magby. Magby hat auch eine sehr, sehr Sekrum. Magby hat auch eine sehr, sehr süße Illustration, glaube ich, ne? Das Magby hat ja. Die ist wirklich sehr, sehr toll. Na, Deck geht nicht auf. Nehmen wir hin. Und vorsichtig mit der Schere. So. Ja, da finde ich auch jetzt hier. Hammer. Da geht's. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Der Code für euch. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr die Codes auch nutzt. Wollt ihr die überhaupt? Flussel, Zwiebs, Tentagra, Toxel, Luxuriöser Umhang, Mopex, Grillchita, Energiekapsel aus der Zukunft, Krokel der Süße. Krokel ist süß, ne? Bautja. Ja, langsam neigt sich das zum Ende und wir haben bisher nur ein Hit. Also ich habe wirklich in letzter Zeit nicht viel Packluck. Das muss man halt einfach sagen. Ne? Es ist halt nun mal einfach so, das ist reines Glück. Ne? Und das muss man halt einfach sagen. Aber ich habe halt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr wenig Glück. Schauen wir mal. Kleptifuchs, Geosali, Mikrik, Makabaya, Absol, Vegeta, Norman, Linfu, das ist auch ein cooles Artwork. Mopex und Primanzo X. Naja, immerhin die X-Karte noch hier, ne? Ich bin gerade gar nicht sicher, ob mir die noch fehlt. Aber die nehmen wir mit. Na, bleibt ihr da hinten stehen. So. Drei haben wir noch. In allen dreien ist jetzt ein Donnersichel drin. Donnersichel, Donnersichel. Und dann ziehen wir noch ein Donnersichel. Machen wir das jetzt hier. So. Irbis, Zubat, Gierspenst, Felilu, Heraschei, Tulia, Agiluza, Polygon 2 nochmal. Ah, ein Durengard immerhin. Naja, mein Hit, ne? Den nehmen wir mit. Das sagen wir nicht nein. So. Dritter Hit aus der Box. Ja, zwei. Sagen wir zweieinhalb, ne? Kriegen wir zu X. Ist halt auch ein Hit, aber ist jetzt nicht der beste. Aber immerhin. So. Dann jetzt aber nochmal zweimal Donnersichel. Special Illustration. Ja. Onyx, Flatudu, Kleptifuchs, na, Geosali, Heraschei, Agiluza, na, Technische Maschine, Onyx, Griffel und Altaria X. Da haben wir noch einen kleinen Hit. So. Und dann gehen wir hin. Leute, Last Pack Magic hier. Wir wollen jetzt hier Last Pack Magic sehen. Ich will ja doch nur mein Donnerstich laden. Ich glaube, man kann nicht mit Paradox Rift abschließen. Vielleicht. Aber wir schauen mal. Aoki, Makabaya, Gehweier, Flurmel, Klibbe, Schlurm, Absol, Duokles, Koriogel und ein Dinglo, leider kein Last Pack Magic. Das heißt, wir hatten hier die vier kleinen Hits und dann ja, schauen wir mal, ne? Was wir bei nächster Woche mal rausholen. Hoffentlich nächste Woche dann mit Maskerade im Zwielicht. Genau, mit dem neuen Set. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wie gesagt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Abonniert auch mit der Glocke. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr die Glocke auch aktivieren würdet. Aber vor allen Dingen, wenn ihr auch ein Abo da lasst. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ein schönes, hoffentlich langes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt ein langes Wochenende. Morgen ist ja noch frei.
und genießt den Sonntag ansonsten und wir sehen uns nächste Woche und auch morgen in den Shorts. Bis dann!